Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ist das jetzt... Das liegt wahrscheinlich wieder da, ne? Kann das sein, oder? Warte mal. Kann ich das nochmal im Handy nochmal gucken? Nachricht? Ah, ich habe schon wieder eine Nachricht von Moore. Ah, guck an. Ich weiß, dass alles noch ziemlich neu für dich ist, also versuche den KVE-Patrouillen aus dem Weg zu gehen. Je weniger sie uns sehen, desto besser. Ja, aber ich will mal kurz ins Tagebuch gucken. Doch, hier ist es. Ah, guck an. Ich hoffe, ich werde... Warte mal, ich werde mal... Kann ich mich irgendwie hier ducken? Kann ich mich irgendwo hier verstecken? Ich glaube, wenn wir uns hier verstecken, irgendwo ist es, glaube ich... Glaube ich, ein bisschen besser, ne? Kann ich mich irgendwo hier verstecken, wo ich vielleicht nicht so offensichtlich gesehen werde? Weißt du was, ich stelle mich jetzt hier hinter der Kiste. So, warte. Weil ich möchte das Tagebuch doch schon gerne lesen. Also, so, wo waren wir denn gewesen? Wieder hergestellt und versichern der Menschheit Frieden und Stabilität. Die Aufstände sind vorbei und die Kriminellen dahinter wurden gefangen genommen und aus der Bevölkerungszentren entfernt. Die KVR hat etliche Ressourcen für den Einsatz verwendet. Energiefotos der Flotte sind atemberaubend. Ich kann mich an keine Zeit der modernen Geschichte erinnern, an der es so eine riesige Flotte gab. Realistischerweise hielt der Frieden jedoch nicht lange an. Es gab Gerüchte über kleine Gruppen, die in einigen Städten gegen die KVR rebellierten. Die Vorfälle wurden schnell im Keim erstickt, ehe sich die Nachricht verbreiten konnte. Einige Leute konnten sich trotz der Hilfe der KVR nicht mit fremden Truppen im eigenen Land abfinden. Während diese Reaktion von engstirnigen Patrioten verendlicht ist und zu erwarten war, manifestierte sich jedoch in schockierender Handlung. Die KVA ist sehr offen in ihrer Kommunikation, warum sie hier ist und was sie erreichen möchte. Dies untermauern sie auch immer wieder mit ihren Patrouillenautos und Luftschiffen, von deren Lautsprechern sie Nachrichten dröhnen. Niemand hätte das KVA verübelt, wenn sie die Rebellen mit voller Gewalt angegriffen hätten. Sie waren eine Bedrohung für ihre Autorität und haben die Friedensbemühungen eindeutig mit antikoreanischen Propaganda und Angriffen auf KVA-Personal untergraben. Die KVA hat stattdessen sehr vernünftig reagiert und nur mit der nötigen Gewalt gehandelt. Die Tatsache, dass sie nicht noch mehr zivile Unruhen entfachen will, ist eine lobenswerte Einstellung und eine äußerst vernünftige Vorgehensweise. Hoffentlich setzt sich dieser Trend auch in Zukunft so fort. Okay, okay. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir jetzt mit dem Motorrad hier entkommen werden. Mit dem Motorrad entkommen werden. Schön, dass ich kein Motorrad mehr habe. Finde ich super. Das fängt ja gut an. Und ich laufe hier einfach... Alter, wie geil das einfach aussieht. Okay, wir sollten uns vielleicht von den Hauptstraßen ein bisschen fernhalten. Ich wollte mal auf die Karte auch geguckt haben. Also ist es auch live. Also ich bin jetzt, wenn ich auf die Karte gehe, wahrscheinlich verwundbar, vermute ich mal. Ah, okay, das sind also verschiedene Zonen. Interessant. Ich merke gerade, dass mein Bildschirm, das ist sehr merkwürdig, dass das Bild so außer Range ist. Das ist unfassbar. Ich lasse das mal so. Dann habe ich wenigstens das auch in Range. Waren wir die ganzen Anzeigen links und rechts bei euch, die waren bei mir außerhalb des Bildschirms. Sehr, 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 sehr merkwürdig gerade. Ich hoffe, das stört jetzt in der Aufnahme nicht. So, Spieler, 0 von 5. Was ist das denn mit dem Auto, das Autosymbol? Was bedeutet das denn mit dem Autosymbol? Was haben wir hier? Radio? Motorradlager? Was bedeutet denn 0 von 5? Ah, wahrscheinlich Patrouillen in dem Gebiet, vermute ich mal. Wenn du irgendwo auf der Karte X drückst, kannst du diesen Ort als Wegpunkt setzen. Ah, okay. Interessant. Also ist ein bisschen Open World jetzt. Ne? Ich laufe ja jetzt hier frei rum. Ich kann jetzt überall hingehen, wo ich möchte. Ich muss jetzt nicht zwangsläufig zum... zur Mission gehen. Mache ich aber jetzt trotzdem. Obwohl ich mich ja auch gerne umgucken möchte. Ah, komm an. Gibt es noch ein paar Teile. Gut, dass ich mich ein bisschen umschaue. Kinderspielzeug im Mülleimer.
Aber wir müssen natürlich die Augen auch aufhalten, dass wir hier keine Patrouille über den Weg laufen. Oh, ah, guck mal an. Das war keine Patrouille über den Weg laufen. Da war es nämlich schon gewesen. Da waren schon die ersten. Sogar mit Scanner. Also mit Drohne. Oh, fuck. Kann es sein, dass da unser Motorrad liegt? Ne, wir sind ja hier lang gefahren. Aber hier links ist ein Motorrad, wenn ich das gerade richtig sehe. Und da ist eine Drohne, verdammt. Wenn die uns erwischt, ne? Dann sind wir geliefert. Ich bin ganz schön... Boah, Alter, wie cool das ist mit dem Luftschiff. Boah, was würde ich mir... Uah. Ganz ehrlich, wenn ich mal kurz erwähnen darf, was würde ich mir gerne wünschen, wenn jetzt irgendein Entwickler, bitte liebe Entwickler, bitte bringt ein Terminator 2 Game raus, ja? Ein Terminator 2 Spiel, ja? So wie der Film war. Bitte bringt ein Terminator Spiel raus. Ich würde das so feiern. Mit der Engine von heutzutage und so alles und so richtig wie der zweite Teil war. Terminator 2, bitte so ein Spiel rausbringen. Ich würde das so abfeiern. Uiu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 i. Boah, das ist gar nicht so einfach hier, ungesehen irgendwo durchzukommen. Aber machbar, denke ich mal. Ich glaube, das wird auch wieder ein langes Let's Play. Aber ich freue mich sehr, ich freue mich total. Also das Spiel macht echt eine Menge Spaß. Also jetzt schon, obwohl ich erst angefangen habe. Ich befinde mich gerade ja in der Aufnahme noch, die erste Aufnahme. Und es ist Sonntag im Übrigen. Also der Tag nach der Let's Play Live Show, 26. Juni ist es. Ich bleib mal geduckt. Kann ich eigentlich die Waffe wegstecken? Wahrscheinlich nicht, ne? Hier ist auch wieder ein Motorrad am Stehen. Habe ich gerade auf der Karte gesehen, so ein bisschen im Augenwinkel. Irgendwo hier. Frankfurt. Ah, guck mal, Frankfurt. Mhm. Wir sind in Frankfurt. Und da ist irgendwie ein Gegner am laufen. Ich möchte jetzt hier nicht unbedingt Unruhe stiften, bin ich ganz ehrlich. Aber ich kann den bestimmt auch messern, ne? Ah, man sieht ihn nicht mehr auf der Karte. Wie geil ist das denn bitte? Sobald man die gesichtet hat, sieht man die natürlich auf der Karte. Wie kann ich denn spähen? Das geht... Huch. Wo ist der hin? Der war doch hier gerade, oder? Hm. Hier lief gerade einer. Oh, die Luftschiffe, die scannen. Oh, was? Wieso rot? Was ist rot? Ah, da hinten! Da hat mich jemand gesehen. Verdammt, Mist. Das Luftschiff kommt. Oh, oh. Ich sollte mich beeilen. Ich wurde gesehen. Geronimo! Ich sollte ganz schnell die Düse machen. Ich wurde nämlich gesehen. Die Luftschiffe scannen also auch. Ist ja interessant. Alle roten Zonen sind Sperrgebiete. Okay, bisher... Okay, bisher ist es sehr... Ist sehr spannend, muss ich sagen. Vor allen Dingen... Weil man weiß ja auch nicht, was dann passiert, wenn man richtig gesehen wird und alles. Und wie viele da kommen und hast du nicht gesehen und pipapo. Gehe ich jetzt hier lang oder... Nee, ich gehe mal hier lang. Ich glaube, da rein... Ist schon geil, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Macht eine Menge Spaß. Befindet sich ein KVA-Sendeempfänger. Wenn wir Zugriff darauf hätten, bekämen wir womöglich Informationen über den nahegelegenen Stützpunkt und andere KVA-Operationen in der Zone. Ah, okay. Ich kann jetzt die Mission annehmen, muss sie aber nicht. Ist ja interessant. Das ist natürlich geil. Das ist natürlich sehr geil. Natürlich nehme ich es an. So, erstmal scannen. Jawohl. So, wir sind in Westbury Zuckerfabrik. Hacke den Netzwerksendeempfänger der KVA. Ah. Brady, hier spricht Moore. Du konntest den Sendeempfänger besorgen. Ich bin beeindruckt. Mhm. Wir werden von diesen geheimen Informationen Gebrauch machen. Ich nehme an, Parrish hatte recht, was dich angeht. Ich werde einer möglichen Sichtung von Walker nachgehen. Du solltest dich mit unserer Operation vertraut machen.
Unser wichtigstes Waffenlager befindet sich in diesem Bezirk. Ned Sharp hat dort das Sagen. Okay. Du solltest dort mal hingehen und dich vorstellen. Ich lade den Standort jetzt auf dein Handy hoch. Wir sehen uns, Brady. Okay, sehr cool. Jetzt haben wir also wieder hier so ein Gebiet befreit quasi und haben jetzt hier so ein Lager für uns. Die Transponder-App deines Smartphones leitet dich zu geheimen Widerstandslagern und anderen verborgenen Geheimnissen. Sie zeigt dir Entfernung und die Richtung zum nächsten Lager an. Darauf kannst du deinen Arsch wetten. Ich möchte, dass alle ihre Augen und Ohren offen halten. Jedes Wort, jedes Zeichen, jede noch so kleine Information, wohin sie ihn gebracht haben könnten, meldet ihr. Haben das alle verstanden? Jupp. Laut und deutlich. Bin dabei. Alles klar. Was, drücke vier Mitglieder für den Widerstand anzuwerben? Ah, wie geil. Ah, wie geil, man kann die anheuern, damit die mit einem mitkämpfen. Wie cool ist das denn? Oh, das wird lustig. So, Tagebucheintrag. So, Ankunft der Ausrüstung. Erhalte von einem gehackten KVA Nationallogistikbüro der KVA und übersetzt. Ich bestätige mit diesem Schreiben die erfolgreiche Ankunft der Bergbauausrüstung. Wie ich letztens schon erwähnte, gibt es ein riesiges Waldgebiet, das gerodet werden muss, um die Ressourcen mit höchster Effizienz abbauen zu können. Daher bitte ich höflichst, mir die nötigen Mittel zur Abforschung des Gebiets zu senden. Grabungsstelle 01 Andy, herum getan. Alpha. Wo seid getan ihr? Haben. Wir beschaffen den Erntevorräte für Ned. Habt ihr was? Parrish will, dass alle verfügbaren Teams Walkers Spur aufnehmen. Oberste Priorität. Verstehe. Sobald wir uns diesen Truck mit den Vorräten geklaut haben, machen wir uns auf den Rückweg. Herumgetan haben. Wird es circa eine Woche dauern, bis wir den Bergbaubetrieb aufnehmen und Ressourcen abbauen können. Laut aktueller Vorhersagen werden wir das gesamte Erz bei Grabungsstelle 01 in circa 7 Monaten extrahieren. Achtung, hier spricht Parrish. Ich rufe einen Notstand aus. Eines unserer Lager wird belagert. Was? Wir sollten sofort aufbrechen. Ach, hier werden wir angegriffen. Alter, was? Wo ist er denn? Die sind unten, ne? Kann das sein? Verdammt! Ich wollte doch gerade mal... Ich komme doch nicht mal dazu, ein Tagebuch zu lesen. Was ist denn hier los? Hallo? Jetzt gibt's auf die Mütze. Jetzt gibt's richtig auf die Mütze. Hey, hab verstanden. Wo denn? Ach, da hinten. Nee, warte mal. Hier ist auch noch einer. Hä? Wo denn? Ah, hier. So, ciao. Erstmal durchsuchen. Huch, was war das denn? So, sehr schön. So, wo ist der andere Kollege? Ich glaube, der ist draußen. Der kann das sein? Alter, wird unser Lager einfach, was wir gerade eingenommen haben, wird einfach mal hier... So, natürlich erstmal hier alles sammeln. Sehr schön. So, kann ich denn jetzt in Ruhe hier einfach mal das Tagebuch lesen? Das gibt's doch gar nicht. Ich komm nicht zum Lesen hier. Das ist unfassbar. Nee, warte mal. Wo waren wir? In den Bergbau, ne? Irgendwas. Wachposten, Drohnen, Unterkunft, Brandbomben, Währung. Aua, was war das denn? Ich muss mir echt eine ruhige Stelle suchen. Das ist hier irgendwie... Das ist gerade ein bisschen sehr actionlastig hier. So, ich geh mal hier lang. Hier ist unten... Ich glaube, sind wir ein bisschen safe. Ah, guck mal, hier sind auch... Ich kann mich mal eben heilen. Ah, so. Nehmen wir mal hier das Medikit mit. Gesundheit, ja, nehmen wir mit. Ja, so, haben wir alles. Da ist noch eine Kiste. Gold, ja, nehmen wir mit. Munition. Nehmen wir alles mal mit, was wir hier haben. So, kann ich denn jetzt? Darf ich denn jetzt? Ich glaube, jetzt darf ich. So, Tagebuch. Wo waren wir denn jetzt? Das muss ich mal gucken. Eine Ruheherde, das hatten wir schon gelesen gehabt, ne?
Wachposten. Brandbomben, Währung, Waffenmodifikation, das Tutorial. Hä, wo waren wir denn jetzt nach Namen? Nee, das hatten wir. Doch, das war das, glaube ich, ne? Ich glaube, das war das mit dem Bergbau, ne? Bergbauausrüstung? Doch, das war das, ja, genau. Wo waren wir denn jetzt hier gewesen? Ich glaube, hier, sobald wir da, sobald wir es mit der Grabung. Doch, das hatten wir schon gelesen. Genau hier waren wir. So können mein Team und ich vor Jahrzehnte zur Grabungsstelle 02 übergehen, die mehr Potenzial als die erste aufweist. Unsere Geologen melden, dass Stelle 2 reichhaltiger, aber auch tiefer ist, weshalb ich die experimentelle Tiefbaumaschine aus Korea bestellt habe, da wir mit einem meiner Einschätzung nach bei 02 am meisten Erfolg haben werden. Ich habe die Bestätigung erhalten, mit dem Betrieb bei Grabungsstelle 02 so bald wie möglich fortzufahren, trotz der Bedenken hinsichtlich des amerikanischen Nationalparks, unter dem sie sich befindet. Die Genehmigung wurde mir von Oberkommando direkt zugesagt, weshalb ich unsere anderen Teams darüber informiert habe. Wir werden bei dem Einsatz mitmachen. Ich freue mich auf eine schnelle Antwort, damit wir mein Anliegen rechtzeitig klären können. Und wir hatten noch eine Nachricht bekommen, sogar zwei, von Parrish. Wir brauchen so viel Informationen über Walker, wie wir bekommen können. Also halte deine Augen offen. Brandy, es gibt immer Dinge, die erledigt werden müssen. Siehe dir die Anschlagtafel in den Unterschlüpfen an, um herauszufinden, was gerade verfügbar ist. Das sind wahrscheinlich Nebenquests. Mein Gott, ist das spannend. Das ist unfassbar. Dass es jetzt so krass abgeht, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man hier auch so belagert wird und alles. So. Jetzt schauen wir mal. Ah, klettern hier. Viereck, okay. So. Nochmal. Uah, Mist. Ich wurde gerade gescannt. Oh. Das ist nicht gut. Hier komme ich, glaube ich, rein. Aber wo ist denn dieses Radio? Ich wollte doch dieses Radio hier. Hä? Das ist weiter oben. Kann das sein? Na, kletter doch da hoch. Ist ein bisschen stressig gerade, aber gut. Ist es hier vielleicht? Oder ist es noch weiter oben? Ich glaube, das ist noch weiter. Ich wurde schon wieder gescannt. Das ist unfassbar. Aber das Lager hier existiert noch, komischerweise. Kann ich denn hier Ausrüstung jetzt anpassen? Okay. Armbrust, ein Sturmgewehr. Boah, Alter, ein Sturmgewehr. Kostet 750. Ich glaube, das kaufe ich mal. Ja, möchte ich kaufen. So, habe ich denn jetzt zwei Waffen oder erreiche Nerds Waffenlager? So, jetzt habe ich schon mal ein Sturmgewehr. Kann ich denn... Ah, okay. Ich habe beide Waffen. Sehr schön. Wir werden schon wieder hier angegriffen. Ich werde mich mal hier schleunigst verdrücken. So eine krasse Action hier abgeht. Die Stützpunkte sind eindrucksvoll, aber wir glauben zu wissen, wie wir hineinkommen können. Wie soll ich denn... Oh Gott. Okay, die Mission können wir jetzt annehmen? Oder auch nicht? Wir haben eine Schwachstelle bei den Lüftungsschächten gefunden. Bringe dort eine Bombe an, dann kannst du einen Weg freisprengen. Ein paar Leute haben vorgeschlagen, mit einem Motorrad über die Mauer zu springen. Aber dafür muss man ziemlich verrückt sein. Wir haben endlich ein paar Pläne gesehen, laut denen mehrere Tunnel in einen dieser Orte führen sollen. Leider konnte ich mir das noch nicht bestätigen. Wie auch immer du es versuchen wirst, es wird ein harter Kampf. Also bereite dich gut vor, okay? Es wird also ein harter Kampf, um da reinzukommen. Jetzt ist natürlich die Frage, es gibt wahrscheinlich verschiedene Möglichkeiten. Also mit dem Motorrad war gerade der Hinweis, können wir das machen? Wir können wahrscheinlich auch anders eindringen. Die Frage ist nur, wie... Zum Beispiel so. Da wären wir schon in der Anlage. Das Miese ist mit den Drohnen. Sobald die uns einmal gesehen haben und gescannt haben, sind wir so am Arsch. Und hier oben laufen irgendwelche. Wir haben sogar... Oh, wir haben glaube ich, Besuch hier von Kollegen. Wenn ich das richtig auf der Karte deute.
Irgendwie über uns ist jemand. Bin mir nicht ganz sicher. Da steht jemand. So, ist der schon mal weg? Uah. Wir sind schon... Alter, wir sind fast down. Wir waren... Alter, wir waren fast down. Boah, Alter, huha. Boah, Alter, das ist schwer. Gut, das hat er ja gesagt gehabt, dass es schwer wird. Uah. Boah, ich sehe nichts. Ich schau mal in eine Kackdrohne. Das gibt's doch nicht. Boah, Alter. Hua. Ja, ich heil mich mal eben. Nein, ich heil mich nicht mehr. Boah, das ist aber auch schwierig. Alter Schwede. Das ist aber verdammt schwierig. Huh. Das kann heiter werden. Das stimmt allerdings. Boah, das wird nicht einfach. Das wird definitiv nicht einfach. Ich finde aber, das ist eine gute Stelle, um jetzt mal eine Pause zu machen. Jetzt haben wir mal so ein bisschen gesehen, worum es geht, wie es läuft. Und ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge sehen wir uns hier an der Stelle wieder. Und dann werden wir dem Widerstand natürlich helfen und Hilfe leisten. Und natürlich hier unser Lager so ein bisschen beschützen. Und ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein in einer weiteren Folge Homefront The Revolution. Bis dann. Ciao.